Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video heute. Wir haben heute für euch ein eigenes Rezept für Tofu-Burger bzw. Sandwiches. Das ist vollkommen vegetarisch und aber nicht vegan, weil wir Joghurt verwendet haben und außerdem Eier. Genau, aber die Veganer könnten sich zum Beispiel eine Alternative eben für den Joghurt oder für die Eier suchen. Beziehungsweise wir haben auch noch jetzt hier tierisches Bratfett verwendet, aber das lässt sich ja ganz leicht durch pflanzliches Öl ersetzen. Die Zubereitungszeit würden wir auf eine Dreiviertelstunde schätzen. Wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber eigentlich sollte es in einer Dreiviertel bis einer Stunde zu schaffen sein. Okay, also als erstes wird jetzt der Tofu paniert. Dazu muss eine Masse aus den Eiern hergestellt werden. Also die werden so wie verquirlt. Und dann werden die Gewürze hier reingegeben. Da haben wir als erstes Paprika edelsüß. Dann haben wir hier Paprika rosenscharf. Dann noch Aromat. Chiliflocken und Curry und natürlich hier auch noch Pfeffer und Salz. Und das wird eben in die Eier gegeben und verrührt, damit eben die Panade von dem Tofu würzig ist. Zum Panieren wird jetzt der Tofu zuerst im Ei, dann danach im Mehl, dann noch einmal im Ei und zum Schluss im Semmelmehl gewälzt. Das Ei dient dabei eigentlich nur dazu, dass das Mehl und das Semmelmehl hält. Wir haben jetzt hier so ganz normales weißes Mehl genommen. Solches, ich weiß gar nicht, 400 oder so. Nicht so Vollkornmehl, weil ich glaube, das schmeckt dann auch ein bisschen anders, wenn man so Vollkornmehl nimmt. Ich habe das noch nie probiert. Und sieht halt dann dunkler aus. Und ich glaube, es ist auch gröber, grober, wie man das sagt. Ich glaube, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Semmelmehl. Soll ich das holen? Ja. Ich bereite jetzt die Soße zu. Und dafür werden ganz viele Sachen hier püriert, hier drin. Und dafür fange ich an, dass ich erstmal grünen Salat hier rein tue. Als nächstes kommt ein bisschen Joghurt dran. Da habe ich hier 1,5% Fettjoghurt. Der ist sehr flüssig. Es kommt später noch mehr dazu. Als nächstes würde ich das Ganze erstmal ein bisschen würzen
mit Pfeffer und Salz. Und dann habe ich hier nochmal die ganzen Gewürze, die wir vorhin an die Panade gemacht haben. Da kommt jetzt hier auch nochmal was ran. Ein sehr wichtiger Bestandteil der Soße sind verschiedene Nüsse. Also beispielsweise kann man da Cashewnüsse, Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse, sowas halt nehmen. Aber zum Beispiel von Haselnüssen jetzt nicht so viel, weil die sehr geschmacksintensiv sind. Da haben wir auch, ich sehe gerade hier nur 2 Stück drin. Und die werden einfach mit püriert. Das gibt der Soße die Konsistenz, aber auch macht viel an der Farbe, obwohl die eigentlich sehr grün werden sollte. Und wir haben jetzt die Nüsse nicht extra so von jeder Sorte was gekauft, sondern wir haben einfach so ein Studentenfutter genommen und dann die Nüsse raussortiert, weil dann ist von jeder Sorte gleich was dabei. Genau, als nächstes kommt Mayonnaise ran. Mit den Mengen kann man es eigentlich sehr nach Belieben machen, wie man das halt mag. Und wie gesagt, man muss dann natürlich kosten und dann nochmal nachwürzen oder ähnliches. Dann habe ich hier eine Zehe Knoblauch. Die schäle ich jetzt noch eben und da kommt ja auch noch mit da rein. Und dann habe ich jetzt hier auf dem Teller Schnittlauch und so eine andere Kräutermischung. Die waren jetzt beide gefroren, das kommt jetzt auch noch mit dran. Da kann es auch sein, dass dann noch mehr dann dazu muss. Und jetzt kommt nochmal der Joghurt hier oben drauf, weil wenn ich das jetzt gleich hier drüben püriere, dann muss da sozusagen, das wird ja umgedreht und muss dann ganz unten sowas Flüssiges einfach als eine Art Grundlage sein, damit das sich schön püriert und so. Gut, dann kommt jetzt hier das Messer drauf, ehe der Joghurt bis runtergelaufen ist. So, das war jetzt der erste Durchgang. Man sieht vielleicht, dass bis hierhin, also es ist jetzt nicht so viel, aber die wird dann an sich nochmal ein bisschen fester und dann reicht es eigentlich auch von der Menge her. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal kosten, ob genug von allem da drin ist. Also ich würde sagen, ich mache noch was von den Gewürzen ran. Knoblauch schmeckt man schon schön und dann mache ich noch ein bisschen Salat und Gewürze rein. Und vielleicht noch ein bisschen Mayonnaise, damit es an sich noch ein bisschen fettiger wird, also damit dann noch mehr von dem Geschmacksträger Fett eben noch dran ist. Schmeckt nach Rasenmäher. Noch was? Das schmeckt nach so einem Kräuterschaumbad. Gut, und damit wäre im Prinzip die Soße fertig. Ich habe jetzt hier 6 Tomaten, die werde ich in kleine Scheiben schneiden, weil die kommen einerseits in den Sandwich rein, andererseits auch zur Deko obendrauf. Und ich werde in der Zeit das Brot halbieren und in derselben Pfanne wie den Tofu vorhin braten und einfach in derselben Pfanne damit
Brot noch ein bisschen den Geschmack davon aufnimmt. Gut, jetzt bin ich mit den Tomaten soweit erstmal fertig. Und jetzt kommt einfach für die Optik noch roter Salat, haben wir hier einmal diesen hier, auf den Sandwich drauf. Und da schneide bzw. reiße ich jetzt so Stücken in Größe der Tofu-Stücken. Genau, da muss ich hier unten jetzt noch ein bisschen Rand abschneiden. So, und dann habe ich jetzt hier 6 rote Salatblätter und den grünen Salat, den wir gekauft haben, der ist schon in Stückchen, deswegen müssen wir den nicht schneiden, ansonsten ja, hätte ich da jetzt nochmal genauso große Blätter gemacht. Genau, und von dem grünen Salat kommen 2 Schichten drauf und von dem roten nur eine. Der ist auch im Vergleich zu dem Grün relativ geschmacksintensiv, beziehungsweise so ein bisschen wie bitter. Ich beginne jetzt mit der Zusammensetzung oder Zusammenstellung des Burgers beziehungsweise Sandwiches. Und ihr seht, jetzt ist das Brot kleiner geworden. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir das Brot genau auf die Größe des Tofus machen, damit es jetzt nicht so drüber hinausragt dann. Und genau, als unterstes kommt ein Stück Brot und darauf kommt was von der Soße. Nicht so viel, dass das Brot jetzt so ganz sehr sozusagen damit getränkt wird, aber so, dass man halt auch unten schon was von der Würzung der Soße eben schmeckt. Als nächstes kommt da etwas grüner Salat drauf. Da suche ich mir jetzt mal ein von der Größe her passendes Stück. Die sind halt kleiner, als wir die jetzt gemacht hätten, wenn wir die selber geschnitten hätten. Deswegen mache ich da jetzt mal 2 Stückchen drauf. Dann kommt auch schon, sag ich mal, der Hauptbestandteil, nämlich der Tofu. Hier. Der ist jetzt mittlerweile kalt, deswegen kann ich den problemlos anfassen. Sonst sollte man da vielleicht aufpassen. Auch das Brot, wenn das frisch aus der Pfanne kommt, ist es natürlich sehr, sehr warm. Als nächstes kommt wieder etwas Soße drauf. Diesmal auch wieder nicht so viel, dass es halt dann runterläuft, weil der Tofu, der saugt das nicht so wirklich auf. Genau, als nächstes kommt der rote Salat, der ist jetzt natürlich größer und den sieht man dann drüber hinausragen und das ist eben, finde ich, das Schöne, dass man die verschiedenen Farben eben bei diesem Burger oder Sandwich eben hat. Dann kommen noch Tomate, einfach für den Geschmack, dann was, ist ja auch was Frisches, genau, da so 2 bis 3 Scheiben, man muss halt aufpassen, dass es dann nicht an der Seite runterfällt und der Salat das auch nicht so wie runterschmeißt, wenn er sich wälzt. Genau, als nächstes kommt nochmal grüner Salat drauf, aber diesmal nur noch 1 Stück. Sonst wird der Burger auch so richtig hoch. Und dann kriegt man den gar nicht mehr in den Mund. Ich habe jetzt hier nur noch kleine Teile, mache ich doch 2. So. Und ganz oben kommt dann wieder ein Brot drauf. So. Jetzt ist das erstmal soweit fertig, aber das würde jetzt, glaube ich, nicht so halten und man kann es auch schlecht irgendwie transportieren. Ich meine, man muss es jetzt auch nicht so unbedingt weit tragen, aber trotzdem haben wir uns überlegt, dass wir da so einen Schaschlikspieß, also einen halben Schaschlikspieß, reinstecken, von oben bis unten. Das geht eigentlich relativ leicht. Ich glaube, ich bin unten angekommen. Und dann zur Dekoration kommt hier oben jetzt auf den Spieß noch so eine formvollendete Scheibe Tomate, wie diese drauf. So eine richtig schöne eben, zum Beispiel aus der Mitte von der Tomate. Die wird da eben drauf gesteckt, versucht, halbwegs mittig. Und dann kommt noch zur Dekoration ein bisschen Soße oben drauf und auch nochmal für den Geschmack. Wir haben die jetzt immer so um die Tomate herum. Dazu muss man ein bisschen Feingefühl besitzen, damit es schön wird. Und dann ist der erste Sandwich oder Burger eben fertig. Ich kann den hier mal aus der Nähe zeigen. Ohne, dass er jetzt kaputt geht. Genau. Und dann geht es auch noch jetzt mit den anderen 5 und so weiter.
So, jetzt sind hier alle sechs fertig. Und ich finde, die sehen jetzt schon ganz, ganz lecker aus. Hier ist jetzt noch einiges übrig an der Soße, also bis hierhin ist das noch voll. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich noch als Salatsoße nehmen, weil wir haben ja auch von dem grünen Salat noch mehr als das, was hier drin ist, was übrig. Wir haben noch ein bisschen Tomate, wir haben noch ein bisschen von dem roten Salat, das können wir jetzt auch noch zusammenschmeißen. Und dann mit der Soße verwenden. Ja. Ich hab auch mal eine Nase. Mhm. Geil. Mhm. So, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und uns abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere vielleicht das Rezept auch mal nachkocht. Und da könnt ihr zum Beispiel uns teilhaben lassen, indem ihr ein Bild davon auf Instagram hochladet und uns darauf markiert. Oder falls ihr kein Instagram habt, einfach in die Kommentare schreiben, wie es euch geschmeckt hat. Ja, und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video.